Hallo, ich bin Dirk Grünberg von Hundeerziehung ohne Stress. Der größte Fehler, den man beim Anspringen machen kann, ist, dass man mal den Hund anspringen lässt und mal nicht. Das bedeutet, manchmal haben wir nichts dagegen, wenn der Hund uns anspringt, oder manchmal haben bestimmte Personen nichts dagegen, wenn sie vom Hund angesprungen werden. Dann müssen wir uns natürlich nicht wundern, wenn der Hund dann nicht nur diese Person, sondern auch andere Personen anspringt, denn sein Verhalten macht ja Spaß, hat Erfolg gebracht und hat ihm Jubelrufe vom Besuch eingebracht. Der nächste Besucher, der kommt, sieht das natürlich anders und deshalb müssen Sie, wenn Sie wollen, dass der Hund nicht anspringt, konsequent sein. Und das bedeutet, dass Sie jegliches Anspringen verhindern sollten, beziehungsweise das Anti-Anspring-Kommando, zum Beispiel das Runter, eben mit dem Hund so gut üben, dass er sofort, wenn Sie runter sagen, er jegliche Anspringversuche sofort unterlässt. Für den Hund ist nämlich schwer zu unterscheiden, ob wir schick angezogen sind oder ob wir eben einen Blaumann anhaben, wo es nichts macht, wenn er uns anspringt. Es gibt natürlich noch andere Fehler, die man beim Anspringen bzw. beim Nicht-Anspringen machen kann. Und wie Sie die verhindern, das schauen Sie am besten mal unter www.hundeerziehung-ohne-stress.de nach.